Hallo ihr Lieben, mal wieder herzlich willkommen auf meinem Ü50-Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr freut euch auch über ein neues Video. Ich habe bei Clinique bestellt, zweimal gleich, weil es gab eine Aktion bei denen, oder das ging über ein paar Tage. Da hat es gereicht, wenn man so eine Mini-Größe bestellt hat, also sowas Kleines, so Reisegrößen. Und dann gab es lauter Goodies dazu. Also die hatten wir, egal, also es gab keinen Mindestbestellwert, man hat die Goodies trotzdem alle bekommen und Versand kostenfrei. Da musste ich natürlich gleich zuschlagen und habe das alles mir bestellt. Das zeige ich euch jetzt, was in diesen zwei Päckchen drin ist. Gell? So, da muss ich aber meine schlaue Brille aufsetzen, damit ich das auch besser ablesen kann. Also das erste Päckchen, alles hier drin, habe ich... mir, also es gibt dann auf der Website so eine Rubrik mit so Reisegrößen. Da habe ich mir das ausgesucht. Das war also sozusagen das Hauptprodukt für 7 Euro. Und das ist ein Blackhead Solution. Das ist zum Poren verfeinern. Also ich schaue nochmal. Intensiv porenreinigendes Peeling. Also ich habe es noch nicht probiert, aber es sind 30 Milliliter. Also ich denke, ich habe eh also hier um die Nase und daneben und immer das Kinn. Also das ist bei mir, wo ich die Poren immer ein bisschen bearbeiten muss. Jetzt schaue ich mal, wie das ist. Also zum Testen ist doch ideal. Also das war jetzt das Hauptprodukt. Genau, das war das für 7 Euro. Dann gab es als Goodie dazu geschenkt diese Augencreme. Ich kann euch auch die Produkte unten verlinken, falls euch das interessiert. Die habe ich schon mal gehabt und die ist wirklich richtig gut. Also bei mir sieht man es ja auch. Ich habe immer ein bisschen geschwollene Augenringe oder die Falten. Dann. Aber ist halt so im Alter, da kommt man nicht mehr drum rum. Und ich probiere auch schon wirklich viel Augencremes durch und die finde ich auch richtig gut. Also wenn die würde ich mit sogar mal bestellen, also wenn da irgendwo mal wieder ein Schnäppchen gibt, würde ich da schon zuschlagen. Die ist, Moment, das ist auch so wie so ein Gel, das mag ich sowieso lieber als Creme und allergiegetestet, parfümfrei. Weil ich bin, oh, ich habe so empfindliche Augen. Also irgendeine Creme, die da reinkriecht, dann sehe ich halt am Tag am besten nichts. Also die ist wirklich gut. Kann ich euch empfehlen. Also geschenkt. Dann das nächste Geschenk war dieses. Ah, das ist ein Reinigungsschaum für die Gesichtsreinigung. Gab es dazu. Also habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Schauen wir mal. Also ich, im Prinzip ist es so ideal zum alles mal durchtesten. Ne? Und wie gesagt, es ist alles geschenkt dazu. Und versandkostenfrei. Und dann gab es dieses Lippen Must-Have Set dazu. Und zwar sind da drin bei zwei Produkten noch. Also auch gratis. Einmal so ein Make-up-Remover, muss ich an den Augen auch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich habe ja diese Lippenstifte euch schon mal vorgestellt, die Lippenstifte von Maybelline und die gehen zum Beispiel normal gar nicht ab, so mit Reinigungstüchern, da muss man schon ein bisschen was mehr nehmen und dann werde ich das gleich hernehmen. Also das war da drin. Und dazu noch ein kleiner süßer Lippenstift. Der ist auch süß. Ich habe es noch gar nicht reingeschaut so richtig, deswegen gucke ich erst einmal in der Farbe. Mal schauen. Das ist auch schön.
so ein bisschen pinkig wäre, den werde ich auch mal testen. Sehr schön. Also Geschenk. Dann das nächste Geschenk. Ein kleines Bag. Also ich finde das Muster so richtig schön und auch so eine schöne kleine Größe. Vielleicht hätte ich das auch für die Handtasche hernehmen können. Na gut. Habe ich mir jetzt ein anderes schon geholt, aber das finde ich so schön auch vom. Das ist so, so ganz modern geschenkt. Steht auch hier. Genau. Hübsch. Und dann, ja gut, das ist auch geschenkt, so eine kleine Probe, aber mal zum Testen ist es doch gut. Eine Foundation. Even Better Glow. Werde ich auch mal testen. Ist die Farbe 114. Mal schauen, wie das ist. Genau, dann das ist dann eine Karte, da könnte ich mir noch eine Probe holen. Mal rauskriegen, wo es das, wer da mitmacht. Eine Gratisprobe pro Kunde. Mal schauen. Das war auch noch mit drin. Genau. Und dieses Päckchen insgesamt für 7 Euro. Moi. Dann muss man das zugreifen. Und da kann man ein bisschen testen. Und vor allem, dann kommt man wieder ewig. Also mit solchen Proben komme ich ewig hin. Brauche ich keine Creme kaufen in der Zeit. Ganz praktisch. Genau, ich blende euch gleich auch noch mal ein Bild ein, dass ihr das noch mal insgesamt alles. Und dann kommen wir noch zum zweiten Päckchen. Packe ich auch mit euch aus. Das zweite Päckchen war sogar noch hübscher verpackt. Das war hier in so einer kleinen Schachtel. Also finde ich auch schön. Kann man noch weiterverwenden für irgendwas. Schön. Das andere war nur im Karton verpackt. Weiß nicht, warum da jetzt so Unterschied war, aber ist egal. Geschenkt. Das Produkt ist das. Eine Feuchtigkeitspflege. Die auch noch limitiert ist. Also scheinbar gibt es die nicht immer. Habe ich 6 Euro bezahlt. Also für dieses Produkt. Und dann versandkostenfrei und ohne Mindestbestellwert, das alles noch dazu. Also dann Geschenk dabei, nochmal dieser Make-up-Remover, den will ich natürlich auch mal testen. Und das ist nicht so schlimm, wenn ich den nochmal habe. Das konnte man dann auch nicht aussuchen. Also dann die Geschenke, das sind dann die Goodies, die man dann den Code eingeben muss und dann erscheint das dann auf der Bestellliste mit. Für kostenlos natürlich, seht ihr das, das sind 6 Euro und der Rest ist dann alles ohne was, keine Versandkosten. Dann ein Reinigungsbalm, kenne ich auch nicht, cremiger Make-up-Entferner. Mit den Fingerspitzen auf die trockene Haut einmassieren, gut mit warmem Wasser abspülen und trocken tupfen. Okay, habe ich auch noch nie gehabt als Creme. Und schon. Testen. Genau. Dann wieder die Augencreme. Die habe ich ja schon gehabt. Die ist super. Und mit so einer Augencreme kommt man ja auch ewig hin, ne? Wenn man da drumherum tupfert. Da braucht man gar nicht viel. Dann habe ich noch die. Sorry, wenn ich immer hier ein bisschen gucken muss, aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch gar nicht so. Das ist auch nochmal eine Feuchtigkeitspflege. Die hat sogar Sonnenschutzfaktor 20. Das ist diese. Mal schauen, wie die ist. Und dann nochmal die Probe wie in dem anderen Päckchen. Also auch ist die gleiche Farbe, 114. Mal testen. Und auch nochmal ein Gutschein drin. Könnte ich mir jetzt noch eine Probe holen, was ich sicher nicht machen werde. Okay, dann blende ich euch noch die Bilder ein.
Und dann hoffe ich, ihr habt wieder Freude gehabt an meinem Video. Und wir sehen uns recht bald. Ich freue mich natürlich über einen Kommentar. Oder wenn ihr mich abonniert, wäre natürlich noch toller. Oder mag ich. Macht Freude. Und ich hoffe, ihr hattet auch Freude an meinem Video. Dann sehen wir uns recht bald wieder. Bye, bye.